Wir sind in der Marina angekommen und wir gehen als allererstes, bevor wir einchecken, erstmal in den Chandler Store. Auf jeden Fall. Erstmal gucken, ob hier die Batterien sind oder wo die ankommen und ja, dann noch einchecken. Alles klar, let's go. Ja. arrivan aquí. No estoy seguro que es en esa tienda. La pregunta es, ¿trabajan ustedes con Marine Warehouse? Hay conexión. ¿Tienen conexión con Marine Warehouse? Porque eso quizás las baterías arriban aquí. Ist schon komisch, wenn man sich nicht erinnern kann, wo man zuletzt im Hafen war. Ich glaube, das war auf Cayman, aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Oder zählt das überhaupt als Hafen? Ansonsten war es Kuba. When do you make the payment? At the end. At the end of September. Sorry. For the batteries, I thought. Mm. Here. Ahora es on Monday. Monday, lunes. Monday, 30th of September. Yes. Also unsere Batterien sind nicht hier, sondern in einem Lager. In Panama City, genau. Okay. Afterwards we said, yeah, let's just see how we will settle and then we will make up our mind during the next week. Well, regarding the whole situation and the crime that's been going on the Caribbean side, we're working with the ATP, the Panama Tourism Company, and the Aeronaval and the National Police to try to do some patrolling system on the Caribbean side. They bought a new fleet for the Pacific side, okay. And they already have boats on the Caribbean side, Boston Whalers, fast boats, to start providing some additional patrolling on the whole area. Right. So it's something we're pushing. We know we as a country need to address it. Mm-hmm. So we are here at Chelsea, we are trying to keep on pushing that to make it happen and provide a safer environment for all the cruisers around as they reach Panama Caribbean side. I mean, there are plenty of them in Linden, and I was counting 60 boats being there outside of the marina, plus exactly. The marina. So it's a huge cruising. See, if you go out and count, you probably count 700, 800 boats on the
Panama Caribbean side. So, and now it's even off season. In the off season. Once we hit January, it's going to be crazy. Wow. So we need to make sure there's a safe environment to cruise around the facility, I mean, the area. Right. At that time. So, well, I'm glad everything went okay. You're still cruising. That's an important thing. That's true. That's and enjoying it, which is part of the why you bought a boat. That's right. That's right. That was the dream. I mean, yeah, and I simply want to, again, to thank you for the opportunity to be here and for your generous offer. You arrived kind of late, but you made it, which is what we wanted. You were basically one of the first responders at all. So even together with, so we basically made the first announcement, telling our friends and family what happened. And yeah, Nina was quite surprised, but your email was really amongst the first responses. We monitor the social media networks, as we know that a lot of stuff happens there. Mm-hmm. When we can step in and assist, we're more than happy to do that. Right. Thank you again for that. Welcome, Mario, Mario, Nina. Denn wir schon seit zwei Tagen auf die Batterien gewartet haben, sind wir jetzt gerade im Pool gesprungen, haben schön unsere Bahnen gezogen und zack, werden sie geliefert. Naja, aber es ist jetzt viel zu heiß zum Arbeiten und wir müssen erst den Solarregler abklemmen, das können wir erst heute Abend machen. Aber unsere neuen Batterien sind da. Das heißt, du hast jetzt den Solarcharger, machst du ab? Der ist aus, genau. Den habe ich hier schon die Sicherung rausgenommen. Das heißt, die Paneele sind nicht mehr angeschlossen. Jetzt ist eigentlich alles dort. Jetzt habe ich Minus abgemacht. Und jetzt werden die Batterien einzeln abgeschraubt. Und dann machen wir es neu. Mit den neuen Batterien. Kannst du für mich Blondine nochmal erklären, warum wir es im Dunkeln machen müssen? Ohne meine Kamera zu gucken, weil blendet mich. Wir müssen das jetzt nicht zwingend im Dunkeln machen, aber mit dem Ladegerät, sprich Ladegerät für die Solarmodule, muss man ja in einer bestimmten Reihenfolge abmachen, sprich zuerst die, ja genau, das ist genau der Punkt, in welcher Reihenfolge. Man muss die so rum anschließen, dass der Solarregler jedenfalls nicht durchbrennt, sprich, und der brennt dann durch, wenn er zwar Strom von den Solarmodulen kriegt, aber das nicht abgeleitet werden kann in die Batterien, sprich, man müsste also erst beim Abmachen erst die Paneele abmachen und anschließend die Batterien abmachen und dann ist eigentlich erstmal gut. Okay. Ja, aber auch die Bedienungsanleitung sagt, macht das am besten dann, wenn du keine Spannung auf der Photovoltaikanlage hast. Was nur geht, wenn es dunkel draußen ist. Also habe ich gesagt, komm, um kein Risiko einzugehen, warte ich, bis es duster ist. Und das ist es jetzt und jetzt machen wir das. Ist jetzt auch gerade ein bisschen angenehmer als heute Mittag von der Temperatur das, hier drin. Das kommt noch dazu. Ja. Mit der dicken Zange muss ich mal ein bisschen vorsichtig sein, um keinen Kurzschluss zu machen, um nicht an anderen Kontakt zu kommen. Sonst gibt es so schöne Funken. Ja, ist eine Verletzung am Arsch zu melden. Mhm. Oh, schön großflächig. Mhm. Wenn dann richtig. Ja. Bleibt nicht aus. Zeug, was Verbandszeug haben oder später? Später. Wenn ich mir das so angucke, kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass die da reingepasst haben. Haben sie aber. Wie kriechen die jetzt hier raus, Manu? Habt ihr da irgendwie so reingeslidet? Meinst du so? Ja, genau so. Einfach mal ein bisschen fester ziehen. Geil, oder? Gott sei Dank sind die auch gar nicht schwer, ne? Nein, nein.
Wir meckern ja immer, dass wir außerhalb Deutschlands nie richtig gutes Brot kriegen. Jetzt haben wir einen bekannten Segler auch mal damit genervt, sag ich mal, gelöchert. Und ja, Carsten sagte, wieso backt ihr euch eigenes Brot? Ich sagte, ja, unsere Brotbackmaschine ist kaputt und auch die Mischungen waren jetzt in den letzten Zeiten nicht mehr so dolle. Ach Quatsch, ihr macht halt richtig selber. Okay, bin jetzt nicht so der Oberbäcker. Er sagte, kein Problem, ich zeige euch das. Ja, jetzt sind wir hier und lehrt uns, wie man Brot backt. Water in the end and then sugar. Okay. And I like it with milk in the top. Okay. And it's really delicious. I think. Why I bowl it? This because now we can turn it off. Yeah. Because they absorb the water. Mm-hmm. If you put it plain in the pot here, it will absorb the water over a time. Okay. When the bread will be more dry. Mm. Yeah. Okay. So it's better to boil everything you want to come in it. If you have muesli, you don't need it. Yeah. Because it's different. Yeah. Yeah. Ja, währenddessen bin ich immer noch mit den Batterien zugange. Das heißt, da unten sieht man die alten. Die neuen sind schon eingebaut. Tada. Laut Hersteller, wie gesagt, sollen die Dinger bis zu 100% entladbar sein, ohne richtig Schaden zu nehmen. Ob das wirklich hinhaut, wird sich über die Zeit zeigen. Ja, ich war ja anfänglich so mit meinen Batterien fürchterlich enttäuscht und bin da über Kreuz gegangen. Jetzt habe ich die über Nacht mal ich habe sie gestern ja geladen gehabt, abgenommen. Und die sind, ja, die haben auf jeden Fall die Spannung gehalten. Jetzt wollte ich mal gucken, wie sich das anhört. Jetzt wollte ich mal gucken, wie sich das gestaltet, wenn ich jetzt mit einer konstanten Rate wirklich über einen langen Zeitraum entlade, um tatsächlich die Kapazität einmal kontrolliert messen zu können. Das heißt, ich habe da jetzt so einen kleinen Ventilator dran gehangen, der zieht ungefähr 1 Ampere. Wir sind dann noch ein paar Tage hier. 1 Ampere die Stunde, sprich 140 Ampere-Stunden machen sie. Das heißt, mindestens 70 Stunden lang müsste jetzt dieser kleine Föhn funktionieren. Und ich kann dir eins sagen, bei 34 Grad Innentemperatur wird er auch die ganze Zeit laufen. Ja, und danach gucken wir mal, ob wir die Batterien vielleicht noch für was anderes verwenden können. Wie gesagt, als Hausbatterie wollte ich die jetzt nicht mehr haben, dafür vertraue ich denen nicht genug. Aber eventuell könnte man die nochmal als Spare, als Backup oder vielleicht auch einfach nur als Ersatz für die Bow Thruster Batterie nehmen. Den benutzen wir eigentlich so. Eigentlich nie. Abgesehen davon, dass er jetzt auch meckert und nicht mehr geht, weil scheinbar das Panel, was ich damals in Zypern habe, reparieren lassen, jetzt auch wieder die Grätsche gemacht hat, aber kümmere ich mich nicht heute drum. And now it's starting the process. Is your Nina? Oh yeah, sorry. We should wear a hat. My special cooking hat. Special ability. No, my Spezialzutat. Ingredients. Yeah, my special secret ingredient for the bread. So it was 2 tablespoons and how much water? Half a deciliter. Okay. But it depends how much you make of this one. Yeah. Right. Because there's a lot of water in this. And then you have to absorb with the flour. Okay. So we can put more water in here, but then you get more bread. Okay. So I'm afraid to make too much. Too much bread. Yeah. Oh, yeah. I see. Yeah. Well, we'll see how much we'll have in the end. Yeah. So, wir haben jetzt heißes Wasser aufgesetzt und noch ein bisschen Hefe und das muss jetzt ungefähr 10 Minuten wirken, damit die Hefe aktiviert wird und arbeiten kann. Und in der Zeit können auch die Haferflocken ein bisschen abkühlen und dann geht's weiter. Das klingt gut. Okay, so it was the oats, oil, salt. Salt, yeah. No sugar? No sugar. No sugar. Stir it, yeah, and then you put this in. When it's cold, yeah. When it's 35 degrees, We can use this now. Okay. Mm-hmm. When we put it, all of it. Okay. And this will be then the basis which you put in the fridge till tomorrow. Nope. No. Now we have we have to do it almost finished. Ah. So the with flour comes, and everything. Sorry. Okay.
Okay. Yeah. Nachdem wir zu der Masse jetzt noch einiges an Mehl hinzugefügt haben, liegt jetzt in einer Plastiktüte im Kühlschrank für ungefähr 12 Stunden. Und morgen geht's weiter. Stick in the plastic yeah, bag. Yeah, that's true. That's nice. Just give it to me. I have the garbage somewhere else right now. Okay. Abenteuerbrot backen. Ja. Es hat länger gedauert, als wir gedacht haben. Es war jetzt über eine Stunde 20 im Ofen, weil unser Ofen halt ja, speziell ist. Und wir hatten irgendwie auch beide schon Panik, dass wir es gleich wegschmeißen können, weil es gar nicht durchgeht und unten verbrannt ist. Aber wie ihr gerade gesehen habt, ich habe erst genascht, bevor ich die Kamera geholt habe. Nein, das ist wirklich lecker. Es ist halt ein bisschen breiter als hoch geworden, weil wir zu wenig Hefe benutzt haben. Also nächstes Mal ein bisschen mehr Hefe rein, ein bisschen mehr Salz rein. Aber klappt ganz gut. Schmeckt echt wahnsinnig lecker. Mehr davon.